Du willst immer noch einen Sixpack? Und machst immer noch bei der Plank Challenge mit? Dann herzlich willkommen zurück zur 30 Tage Plank Challenge. Heute ist Tag 9 und wir haben fast ein Drittel geschafft. In dieser Challenge geht es darum, jeden Tag einen Plank zu machen. Heute ist es am wichtigsten, wie deine Form aussieht. Ich mache den Hollow Plank. Darum geht mein Rücken nach oben und macht einen Buckel. Dadurch trainiere ich meinen Sixpack noch viel intensiver. Dazu ist es wichtig, dass du mit deinem Hintern runtergehst und deinen Arsch mit voller Kraft anspannst. Außerdem versuchst du während des Planks mit deinen Fersen nach hinten zu gehen und über die ganze Dauer des Planks den ganzen Körper anzuspannen. Dadurch trainierst du nicht nur deinen Bauch intensiver, sondern beugst sogar vor, dass dein Körper sich irgendwie selbst schadet. Zum Beispiel bekommst du dadurch keine Rückenschmerzen mehr, wenn du den Plank richtig ausführst. Aber natürlich ist es auch um einiges schwerer, diesen Plank so zu halten. Deswegen ist es kein Problem, wenn du nicht deine vorherige Zeit übertriffst, sondern dir eine neue Zeit setzt für den Plank mit der perfekten Form. Und an dem arbeitest du dann weiter und du wirst sehen, du wirst deine Fortschritte um noch mehr erhöhen. Darum mach mit und achte auf deine Form. Zieh durch und sei dabei. Und du wirst merken, dass sich nicht nur du selbst veränderst, sondern auch dein Umfeld. Willst du einen krassen Körper? Dann tu auch was dafür. 10 Minuten am Tag wirst du doch wohl aufbringen können. Und einen Boden zu finden, um zu planken, ist echt nicht schwer. Und Geräte brauchst du auch nicht wirklich. Also erfinde keine Ausreden. Und just do it! Und du wirst merken, dass du all deine Ziele erreichen kannst. Und auch deine Träume erfüllen kannst. Aber nur, wenn du willst. Es hängt von dir selbst ab. Bist du ein Macher oder bist du es nicht? Okay. Bist du dabei oder machst du heute frei? Du hast die Wahl, du kannst entscheiden. Wie willst du mit dir selbst und deinem Körper verbleiben? Wie willst du für dich selbst weitergehen? In welcher Zukunft willst du dich sehen?